Es ist wieder soweit. Ich habe über den Jahreswechsel hinweg extrem viele Sachen aufgebraucht. Ich hätte es auch nicht gedacht. Das ist ein alter Bekannter, der war ja aus den Project 10 Pants. Und was ich genau aufgebraucht habe, zeige ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Ich habe einiges aufgebraucht. Und das gehen wir jetzt mal durch. Es sind einige Bekannte aus den Project 10 Pan Videos dabei. Ich werde das ein oder andere zu den Produkten sagen. Ansonsten gibt es extra Reviews zum Teil auf meinem Kanal. Fangen wir mal mit den Slip-Anlagen an von Einhorn. Die sind echt mega gut, dass sie eben auch plastikfrei sind. Die kosten ein bisschen mehr. Aber dem Deal gehe ich ein. Man hat was Nachhaltiges, man hat was Plastikfreies und ich komme mit den Produkten echt gut klar. Was ich aber auch echt gut fand, war die Spülung hier. Die werde ich definitiv nachkaufen. Ich habe Locken im Haar. Ich habe nicht nur ein bisschen Bewegung, ich habe ein bisschen viel Bewegung im Haar. Ich brauche aber Proteine in meiner Haarpflege. Ich festgestellt, und das ist sowas mit Proteinen. Ich bin lange Zeit wirklich Spülungen und Co. aus dem Weg gegangen, weil meine Haare das halt nicht wollen. Ich habe so feines Haar, ich habe aber viele Haare und die Haare sind sehr, sehr schnell, die sind sehr schnell genug. Ne? Und das ist nicht schlecht. Das ist mit Tonerde, riecht ganz angenehm. Und ich fand's gut. Also ich habe das auch gut aus den Haaren bekommen. Und für 1,99 bei Ecoverde kann schon nichts sein. Dann habe ich leer gemacht Ketozolin. Das gibt es in der Apotheke. Das ist mehr oder minder ein Medikament für die Kopfhaut. Ich habe Probleme wieder mit der Kopfhaut, weil ich extrem viel Stress habe. Und das Gleichgewicht auf der Kopfhaut, wenn du schon in die Richtung tendierst, und eben viel Stress hast, dann geht die wieder und damit kann man das echt gut aufhalten. Das ist wie gesagt medizinisch, ist nicht vegan, ist nicht tierversuchsfrei. Kann ich aber empfehlen, wer halt wirklich mit Pilzinfektionen auf dem Kopf zu tun hat, da kann man das super gut eindämmen. Aufgebraucht habe ich auch das Ketozolin von, nicht Ketozolin, das Lamazunas, Ketozolin war das vorher, das Lamazunas feste Shampoo. Habe ich aber zum Schluss wirklich zum Duschen genommen, weil ich das in den Haaren nicht so mochte. Also ich kann das auch verstehen, wenn man mit dem Shampoo nicht zurechtkommt. Ich mag es beispielsweise, auch wenn ich schnell fettende Haare habe, ich mag es nicht, wenn ich ein Shampoo verwende, wo irgendwas mit drin ist. Und da ist grüne Tonerde mit drin. Und ich mag das Gefühl nicht. Du hast nach dem Haare waschen, hast du das Gefühl, wie als hättest du die Haare gar nicht gewaschen. Es hat auch so eine Kopfsache. Für mich ist es nichts. Also das habe ich auch vorgestellt. An sich ist es schon ein gutes Produkt, aber ich komme nicht so wirklich damit klar. Dann habe ich leer gemacht die Feuchtigkeitscreme. Bin ich ganz stolz darauf, dass ich die leer gemacht habe, weil ich halt doch extrem viel Zeug ausprobiere, bin mit der gut zurechtgekommen. Würde aber ganz klar sagen an der Stelle, ich würde sie nicht nachkaufen. Dafür ist sie mir schlicht und ergreifend wirklich zu teuer. Es gibt Cremes auf dem Markt, die können ähnliches. Es gibt diese Babycreme von DM, die Aloe, die von der Art und Weise her ähnlich funktioniert. Die gibt es, glaube ich, aber im Moment nicht zu kaufen. Ich habe die im Sortiment nicht gesehen. Die probiere ich aber auf jeden Fall auch noch aus. Also das ist eher kein Nachkaufprodukt. Wobei das wirklich nicht schlecht war. Ne? Also und auch das Niacinamid war nicht schlecht. Das war sehr beruhigend für die Haut. Das war nicht sehr reizend für die Haut. Das konnte sich tatsächlich auch regelmäßig anwenden und das Tolle war halt wirklich, wenn du beide Produkte regelmäßig angewendet hast, gerade Menschen mit fettiger Haut, die haben meistens ein Feuchtigkeitsdefizit und ich habe schlicht und ergreifend auch gemerkt, wenn ich das regelmäßig aufs Gesicht gepackt habe, meine Haut hat nicht so stark rumgefettet. Richtig gut.
Dann die Okumake Eye Cream, die mochte ich echt mega gerne. Die mochte ich echt mega gerne. Also da überlege ich mir auch, ob ich die nachkaufen soll. Gerade, das ist so ein Lymphding wahrscheinlich, ne? Also dass es da hier so leicht blau wird. Das ist wie so ein blauer Fleck, der abklingt, der ist ja so in Richtung grünlich. Und das hat das bei mir gut in den Griff bekommen. Also wenn ich die verwendet habe, ich hatte am nächsten Morgen nichts, überhaupt nichts. Oder gerade am Abend. Ich hätte halt auch nicht gedacht, dass ich die so schnell aufbrauchen werde. Weil es war schon erschreckend, dieses große Produkt. Da überlegst du schon so, kann man das in der Zeit aufbrauchen? Aber kann man. Hat ja auch ein bisschen mehr gekostet mit. Darf ich euch nichts Falsches sagen, 18 Euro. Die Sonnencreme hier habe ich endlich aufgebraucht. Gegen Ende hin war das für mich recht schwer, weil sie halt dann doch sehr reichhaltig ist. Sie ist definitiv besser als der Vorgänger, den ich davor verwendet habe. Ich würde die aber trotzdem nicht mehr nachkaufen. Das Geile ist auf jeden Fall an ihr, die ist unparfümiert. Du kannst die auch die Lippen packen. Das ist auch echt mega gut. Aber du kannst halt nicht keine vernünftige Menge aufs Gesicht packen. Ich habe immer nur das Nötigste aufs Gesicht gepackt und habe natürlich nicht den vollen Schutz gehabt. Nichtsdestotrotz möchte ich sie weiterempfehlen, aber bedingt eben, man kann sie nicht ohne weiteres auftragen, weil sie halt schon extrem reichhaltig ist. Dann habe ich mehr gemacht. Ein Parfüm, und zwar das Cash. Das hatte ich im Project Ten Pan drin. Die La Reve Parfums, die sind von der Qualität her einfach nicht so toll. Ne? Also, man zahlt ja auch einen kleinen Preis mit 6 Euro oder so. Und der Duft war aber auch mega gut. Also, dazu hatte ich auch ein Video gemacht. Jedes Parfum steht ja auch für ein, also, es ist ja ein Duftzwilling sozusagen. Ich habe die mir früher nicht aus dem Grund heraus gekauft, sondern weil sie eben vegan sind. Das mit veganen Parfums, das ist halt immer so eine Sache. Und ja, also nachkaufen werde ich es nicht mehr. Aber ich teste halt vegane Parfums gerade hier für den Kanal. Falls du da irgendwas weißt, kannst du mir gerne einen Kommentar unten in die Kommentare packen. Dann habe ich ein unverpacktes, was heißt nicht unverpacktes, das ist ein Karton verpackt, ein in Karton verpacktes Trockenshampoo. Was ich mir jetzt auch nachkaufen werde, und ich tatsächlich bin ich richtig stark am Aufbrauchen, die werde ich mir nicht mehr nachkaufen. Aus gegebenen Grund, Verpackung, Plastik, Treibgas etc. Das muss alles nicht sein. Es ist trotzdem geschickt. Wenn mir das eine Shampoo wirklich mal ausgehen sollte, dann würde ich mir sowas trotzdem nochmal holen. Ja. Aber wenn es da eine unverpackte Variante gibt, ist das natürlich immer besser. So, hier jetzt nicht erschrecken. Ich werde die C-Palette natürlich nicht wegschmeißen, sondern den Inhalt. Aber ich habe die Lidschatten habe ich natürlich ausgelöst aus den Verpackungen, sodass ich das, wenn ich das wegschmeiße, wollte ich es halt nicht komplett in der Hand haben. Also die C-Palette behalte ich. Die sechs Lidschatten, die halt echt extrem eklig stinken. Und wenn was stinkt, packst du die nicht mehr aufs Gesicht. Dann ist irgendwas faul. Also das ist natürlich schade, dass ich in der Vergangenheit so viel Zeug gekauft habe und das Zeug jetzt im Endeffekt wegschmeiße. Aber seit ich mich eben mit dem Thema Minimalismus und Nachhaltigkeit beschäftige, beäugle ich meinen Konsum schon recht stark. Dann habe ich auch leer gemacht mein Wolkenseifen-Parfüm. Das ist so mein Lieblingsduft von Wolkenseifen. Also da hatte ich zuerst schon Deo. Dann habe ich mir das hier gekauft. Und ich weiß nicht, ob ich es mir nachkaufen werde. Wahrscheinlich schon. Die kosten allerdings ein bisschen mehr. Die haben leider keine Duftpyramide. Also du kannst nicht sagen, irgendwie so im ersten Moment riechst du das, im letzten Moment riechst du das. Das haben die nicht. Aber ich liebe diesen Duft halt. Bin zwar am Überlegen, aber es kostet halt schon auch 30 Euro. Dann habe ich leer gemacht von Face Theory die Body Cream mit AHA. Die war schon mega gut. Die war mega gut. Aber hat halt auch mehr gekostet. Ne? Durch das, dass ich Kompressionsstrümpfe leider leer.
Durch das, dass ich Kompressionsstrümpfe trage, muss ich halt wirklich darauf achten, eine gescheite Hautpflege zu verwenden. Und ich glaube, ich werde mir das nächste Mal bei Face Theory diese andere holen. Da gibt es nochmal so eine Bodycreme. Probiere halt auch gerne mal aus. Aber ich kann die empfehlen. Dann habe ich. Die gibt es leider nicht mehr im DM. Oder hat sie meinen nicht gehabt? Die war mega gut. Die war vom Geschmack her. Du hast so einen richtig schönen Nachgeschmack im Mund gehabt. So richtig schön minzy. Ich mochte die echt gerne. Die ist vegan. Kostet natürlich ein bisschen mehr. Wenn ich die wieder sehe, so. Ich habe immer gedacht, ich finde jemand, der Back to Macken tut. Aber die liegen halt jetzt schon ewig lang bei mir ungenutzt rum. Und jetzt schmeiße ich sie weg. Knallhart. Also, ich nütze keine Lippenstifte. Und jetzt die Teile noch ein Jahr und noch ein Jahr mit mir rumzuschleppen, macht die natürlich nicht besser. Zumal die Farben halt einfach auch nicht so hundertprozentig meine sind. Also auch die gehen weg. Ich habe hier noch ein Exemplar, dazu habe ich ein Video gemacht. Jetzt ist dieses Waschgel ohne Mikroplastik. Dieses war hier noch mit. Und ich habe echt lange hin und her überlegt, soll ich es leer machen oder nicht? Ich habe mich dafür entschieden, es leer zu machen. Aber jetzt, wie gesagt, ist dem hergegangen und hat das Mikroplastik draußen gelassen. Es ist mikroplastikfrei. Und ich habe es mir auch wieder nachgekauft, was halt einfach mega gut ist. Genauso. Und die werde ich euch jetzt, glaube ich, jetzt nicht einzeln zeigen. Denn es macht keinen Sinn. Lidschatten, Lidschatten. Da ist noch einer. Jede Menge Lidschatten, die ich einfach nie benutzt habe. Und die stinken halt jetzt. Ne? Also packt euch bitte nichts aufs Gesicht, was eklig riecht. Das ist halt so immens wichtig, dass wenn du dir so Sachen kaufst, kauf wenig im Hinblick, dass du das auch aufbrauchst. Also du bist Make-up-Talent und musst andere Leute schminken, dann ist es alles kein Ding. Aber die meisten brauchen nicht so viel. Ne? Also die stinken halt einfach. Das sind P2-Sachen noch dabei. P2 gibt es schon längere Zeit nicht mehr. Das ist auch ein P2-Lidschatten. Da sieht man sogar noch das Muster. Das ist halt echt schade, dass ich mir halt stellenweise wirklich eingebildet habe, ich brauche die Sachen. Benutzt habe ich sie nie. Naja. Dann haben wir hier noch einen Kiko-Lidschatten. Und bei diesen Kiko-Lidschatten, die haben so eine ganz komische Gummierung. Und da hat sich die Gummierung komplett gelöst hier. Das ist richtig schmierig geworden. Das will ich nicht mehr in die Hand nehmen. Das gleiche zählt für die. Die sind halt schon hübsch noch, ne? Aber. Weg damit. Die gibt es ja auch schon ewig nicht mehr. Zumal ich sowas heutzutage nicht mehr kaufen würde. Maybelline. Wie hatten die Marke nochmal? MNY oder so? Kann ich gar nicht mehr richtig dran erinnern. Ja, und dann habe ich hier noch einen Reiniger, den ich auch aufgebraucht habe. Und zwar der BHA-Reiniger. Den würde ich mir wahrscheinlich nachkaufen. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich es bei einem Serum lassen soll, weil das schon extrem viel Platz wegnimmt und du das ja auch nicht regelmäßig aufs Gesicht packen sollst. Mit Säuren bitte aufpassen. Und ob da so ein Cleanser die richtige Wahl ist. Also ich bin so ein bisschen am Überlegen. Ich habe so ein Serum, das ich jetzt auch gerade vorstelle oder vorgestellt habe. Mit dem komme ich sehr gut zurecht. Wo ich halt so ein bisschen die Frage stelle, brauche ich so einen großen Pott? Eine Frage von Platz. Ich mag nicht so viel Zeug rumstehen haben. Na, und ich habe halt eben das Waschgel und noch einen Ölreiniger. Im Moment brauche ich einen dritten Reiniger eigentlich nicht. Eigentlich nicht. So, das war's. Die Tüte ist leer. Sind schon einige Sachen. Ich bin ganz zufrieden mit mir, eben, dass ich das, was ich kaufe, auch aufbrauche. Da bin ich wirklich dahinter her. Deswegen gibt es die Project Tenpan Videos. Und hast du von den Sachen schon mal was probiert? Kannst du mir gerne mal unten in die Kommentare packen. Ich melde mich ab, sag danke fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat.
Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.